So, meine Freunde, Servus und herzlich willkommen zu Naschen mit Sacker. Ich präsentiere die nächste Box von Vernaschen die Welt für diesen Monat. Und wir kommen direkt zur Sache. Das Thema ist. Australien ist das Thema. Postkarte. Schauen wir direkt rein. Wir haben direkt French Fries, Original Crunchy Potato Straws. Snack Brands Australia. Also die kommen tatsächlich original aus Australien. Dann haben wir das hier. Stardust Party Mix. Ja, das sind, glaube ich, Weingummi, zumindest fühlen die sich so an. Dann haben wir noch Cherry Ripe. Okay, das ist ein Riegel mit Kirschgeschmack. Aber ich hole hier mal die Broschüre, die lege ich mal dahin. Dann Violet Crumble, man sieht es ja hier schon, ist ein Riegel. Wahrscheinlich mit Crispy. Dann haben wir. Ach du Scheiße. Diese KitKat. Die KitKat Treble Choc Whirl. Das ist anscheinend ein KitKat mit dreimal verschiedener Schokolade. Dann haben wir. Das. Milky Bar, das sind anscheinend ja, vom umstrittensten Konzern der Welt, Nestle. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das ein Milchriegel, ein extra softer. Aber das lesen wir gleich nochmal nach. Dann haben wir natürlich wieder Oreo, die es so nicht gibt. Das sind Oreo-Kissen anscheinend. The Crunchy Cocoa Wafers. Das sind so kleine Waffelkissen. Dann die da. Cadbury Twirl. Das ist auch ein Riegel. Ich glaube ähnlich wie Mars oder sogar wie. Wie heißen die? Komme ich jetzt nicht drauf. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen. Fällt mir bestimmt noch mal ein. Und die größte Packung Cheese Twisters. Twisters Cheese. Das sieht mir sehr nach Chips aus. Aber wir lesen es nach. Also, ihr könnt es noch mal sehen. Australien. Also, die Cadbury Twirl sind Schokoladenriegel. Also lag ich doch nicht falsch. Die Twister Cheese, das sind. Das sind Chipsstangen mit Käsearoma. Oder ich hätte die Cheezels gekriegt, die Ringe. Ähnlich wie die Ringli, die man auch hier kaufen kann. Die Fries, die sind tatsächlich Pommes. Die Milky Bar, das ist ein Programm, das ist eine zartschmelzende Schokolade. Dann die Starburst,
Starblast Party Mix. Ja, die rechts ein Weingummi. Die Violet Crumble ist auch ein Riegel mit Honig. Und Cherry Ripe. Den Riegel gibt es bereits seit 1924. Ist ein Riegel mit fruchtiger Kirsche. Also mit Kirschgeschmack. Hier werden noch die ganzen Angaben. Stimmt, das KitKat haben wir vergessen. Das KitKat ist Triple Chocolate. Eine Sorte Schokolade ist dann gleich drei verschiedene Sorten übereinander geschichtet. Und dann haben wir noch die Kissen, die Oreo Waves, Bites Vanilla, kleine knusprige Schokoladenwaffeln gefüllt mit einer verdammt leckeren Vanillecreme. Also ähnlich wie die Oreo Kekse. Dann räumen wir die ganze Schose mal wieder ein. Also, wenn ihr auch auf sowas steht, dann habt ihr mit Panache die Welt auf keinen Fall was falsch gemacht. Ich kann es euch nur in einer gewissen Form empfehlen, diese Box, wenn ihr auf sowas steht. Ist jetzt meine fünfte Box, die hier steht. Die letzte Box, da tut es mir leid, dass da was zu spät kam. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber wir hatten in der letzten Box ja Irland und da möchte ich euch wieder meine Highlights präsentieren, wie in jedem Video. Ich habe die Box ja noch hier stehen, hinten stehen vier Stück. Dann die Mars, komme ich zum Schluss drauf. Diese Maltesers hier oben. Diese sind saugut. Ich knicke das mal kurz, damit ihr auch was seht. So. Die Boost Bites, nice. Das sind Kekse, so ähnlich wie... Ach, ja, ich komme da jetzt auch nicht mehr drauf. Die Eros sind geil, die haben so eine Mousse-Füllung. Das sind Kugeln mit Mousse-Füllung. Die sind gut. Dann haben wir die Onion Rings, klassisch Onion, geil. Die Tayos sind gut, waren mir aber zu wenig Cheese and Onion, also viel, viel zu gering gewürzt. Dann haben wir den Dairy Milk. Ich bin jetzt zwar nicht der Karamell-Fan, aber war gut. Der Rice Crispy war auch gut, der war ein bisschen klebrig. Ihr seht ja, hier liegt noch die Verpackung von dem Rice Crispy. Aber er war gut. Dann die habe ich, glaube ich, im... Ne, Schmarrn. Sorry, ich war jetzt gerade woanders. Dann haben wir hier die Swizzles, Thumbsticks, Squashes, Bubblegum Flavor. Der wo ich gesagt habe, die schauen aus wie kleine Radiergummi. Die schmecken tatsächlich nach Kaugummi. Also wer auf Kaugummi steht, mir schmeckt Kaugummi, wenn ich ehrlich bin, auch als Bonbon, die, wenn es im Geschäft gäbe, die würde ich immer wieder kaufen. Auf jeden Fall. Die sind auch gut. Also, ihr seht bei mir, das war Irland. Es gab eigentlich nie wirklich was zu beanstanden in den letzten Boxen, bis auf in einer. Das war, ich glaube, Japan oder Taiwan, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe hier hinten vier Boxen stehen. Mit diesen Käsehörnchen, wo ich gesagt habe, die schmecken krass übel nach Käse, tatsächlich nach Käse, und die waren nicht mein Ding.
Aber hier hat eigentlich alles gut geschmeckt von der Karte. Und ich werde euch dann über die nächste Box, wie immer, mit der übernächsten Box Bericht erstatten. In dem Fall mit der Box. Hier haben wir die Box, habe ich ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Die Box für den Oktober. Die andere Box ist dann für den November. Und ich warne euch schon mal vor, ich weiß im Groben schon, was das Thema ist, weil ich gucke halt, weil das kann ich schon bei Vanasche die Welt nachlesen. Ich gucke halt nur auf den Namen, auf das Land, aber nicht auf den Inhalt. Ich bin auch oft selber gespannt, wenn ich die aufmache. Ich mache die hier nur vorher auf, bevor ich die Aufnahme starte, weil sonst muss ich da mit dem Messer hantieren. Das habt ihr bei der Wolfs Edition gesehen, dass ich darauf eigentlich gar keinen Bock habe, dass ich sowas hasse. Aber da haben wir die Box. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns hier mit dem nächsten Unboxing von Naschen mit Zacker für den November wieder. Bis bald. Euer Zacker.